Hi Leute, diesmal geht es um ein Paket, das ich von Celestis bekommen habe. Und das packe ich mal so aus. Als erstes, was toll ist, ist ein MP3-Player und Audio-Recorder. Was ich da schon mal sehe. Ein Midion, 4 GB MP3-Player. Aber der hat hier ein Mikrofon und da ist echt ein Loch drin. Und ich gehe mal davon aus, dass es wirklich ein Recorder ist. Und ja, nicht das, was ich im letzten Video hatte. Er ist on, off, das ist ein. Okay, ich glaube, da wird der Akku leer sein oder kaputt sein. Gucke ich mal. Auf jeden Fall, danke. Dann, Solarpanel. Eins. Ja, Solarpanel. Damit kann man dann, damit könnte ich Sachen laden und so mit Stecker dran. Ein Solarpanel. Das kann ich dann im Sommer gut benutzen. Dann geht es weiter hier. Ein USB-Verlängerungskabel, ein ganz langes. Das ist praktisch, wenn ich jetzt doch mit dem UR22 Audio Interface aufnehme und meinen Laptop aufnehmen will, dann kann ich den Laptop weiter wegstellen. Okay, dann hier Strumpfschlauch. Ah, Strumpfschlauch, da kann ich ja alles Mögliche dann an Kabel, die ich zusammen mache, dann Strumpfschlauch drüber zusammenschrumpfen. Und dann ist das isoliert. Das ist toll. Dann hier Kupferdraht, Kupferlaktat 0,3 mm dick, 55 Meter lang. Das ist gut zum Spulewickeln, auch um Antennen zu machen. Das ist auch super, danke. Dann hier ein Kühlkörper mit zwei Doppeldioden drauf. Und das hier ist ein, ich glaube, was ist ein Transistor oder BYBS1200. Von ST könnten Transistors sein oder so. Auf jeden Fall. Ah, da hinten sind nochmal zwei Teile drauf. Ah, das sieht fast aus wie ein MOSFET. Da wieder so einer. Aber ein guter Kühlkörper, da könnte man auch einen Lüfter drauf machen. Schaut gut aus. Okay, dann hier noch ein Kühlkörper. Oh, das sind normale Transistoren, die zwei ST3320. Die können Leistung. Und dann noch ein Transistor. Okay, also so von den Kühlkörpern her, es ist super, da kann man echt gut Leistung machen. Ist auch gut für Sender und so. Okay, dann hier ein Netzfilter. Ah, mit Gelb. Gelb. Sind das gelb-weiße Kerne? Wenn es gelb-weiße Kerne sind, dann wäre das ja super, weil die sind ja super gut als Schaltregler-Kerne. Normal werden keine so guten Kerne verbaut bei Netzfiltern, aber hier scheinen es echt gute Kerne zu sein. Noch ein Kondensator. Okay, ein Netzfilter zum Entstehen. Ist auch gut. Dann, weiter geht's. Ah, da ist noch was drin. Noch ein. Noch so einer. Ah, MPX, ein Power 3,7 Volt Lithium Batterie. Hat ja auch ein Mikrofon. Ich glaube, es ist ein MP3-Player. Habe jetzt da kein Mikrofon gefunden. Aber die eine hat ein Mikrofon, was schon mal toll ist. Und das sieht aus wie ein MP3-Player. Ja. Mal schauen, was ich mit dem machen kann. Der ist auch an. Mal aus. Auch mal nach Akku gucken. Gucke ich mir dann extra an. Dann hier ein Kabel. Au, 1, 2, 3, 4. Das ist ein Kabel von Kamera zu ja, Video und Audio und Stereo-Audio. Okay, es kann sein, dass der da zu denen gehört. Gehört der zu denen? Könnte sein, der hat zumindest so eine Buchse. Okay, also das ist dann nicht schlecht. Dann hier haben wir etwas, das habe ich schon bewertet. Das ist ein Bildschirm, ein TV-Bildschirm. Und ich denke, den bastel ich an den Raspberry Pi Zero B, weil der auch einen analogen TV-Ausgang hat. Und dann kann ich den, ah, dann ist das Kabel wohl für den, Bildschirm. Genau, TFT LCD Display, 9 bis 15 Volt, 700 mA, 7 Watt. Aber da kann ich den Raspberry Pi anstecken und dann tolle Sachen machen. Hier noch, ah, da haben wir AVN vorne, Power on off, und hier
12 Volt minus außen plus innen 9 bis 12 Volt. Super toll. Eine super Sache. Und hier. Ah, das gehört zu dem Mikrofonarm. Und zwar, ihr habt mir hier, fangen wir erst mal das da an. Das sieht aus wie ein Netzteil. Hier ist ein Kühlkörper, ein kleiner, der kühlt wohl irgendwas da. Oder schirmt was ab. Da ist ein IC. Hier eine Spule. Das könnte ein Netzteil sein. Ja, ein Gleichrichter. Hier, ich denke mal, ein Schalttransistor, ein Alko, ein Netzteil. Da muss ich fragen noch, was es genau für ein ist. Das habe ich vergessen. Okay, dann hier haben wir noch ein Mikrofonarm. Da kann ich hier mein XLR-Mikrofon reinstecken dann. Und dann muss ich schauen, wie ich den befestige. Das Ding da, das ist, denke ich, hier reingesteckt und muss dann festgeschraubt werden. Ich schau mal, wo ich das festlege. Und dann hier ist noch was ganz Tolles. Ein Android-Tablet. Ein Android 2.3 Tablet. Das ist mega. Bluetooth 2 zum Spielen. Aber ich denke, das kann ich vielleicht auch zum Aufnehmen nutzen. Das werde ich später dann mal in Betrieb nehmen und dann mal gucken. Ich kann es mal einschalten. Mal draufbleiben. Playtab. Es schaut schon mal gut aus. Okay, es braucht ein bisschen zum Starten. Steht da Android da. Und aber das ist mega. Danke Celestis. Das ist echt mega. Gut, dann hier noch was. Ein Kabel. Ah, ein Kabel. Ich glaube entweder fürs MP3-Player oder fürs Tablet. Ah, das Tablet hat das. Oh, das hat sogar HDMI-Ausgang. SD-Karte, HDMI. Hier den alten USB-Anschluss. Hier ein Lautsprecher. Und hier, das ist glaube ich ein Stromanschluss. Oh, da ist das Netzteil dazu. 5 Volt, 2 Ampere. Ah, das ist gut. Es hat einen richtigen Stecker. Also wird nicht mit USB mit Strom versorgt. Es hat einen richtigen Stromstecker. Das ist toll. Und dann noch eine Anleitung dazu. Aber noch eine SD-Karte, oder? Ein SD-Kartenadapter. Eine Anleitung dazu. Das ist ja mega. Danke Celeste. Jetzt werde ich mich damit befassen. Okay, das war's dann mit dem Video. Und danke fürs Zuschauen.